Liebe Mitchristinnen und liebe Mitchristen, es lebe das Leben. Jesus ist auferstanden von den Toten. Daran zu glauben, ist ein Geschenk Gottes. Ja, ein Geschenk Gottes. Denn Gott selbst hat sich uns hingegeben auf dem Holze des Kreuzes. Es sind nicht die Nägel, die Jesus auf dem Kreuz hielten, sondern die Liebe, die er für uns hat. Und diese Liebe schenkt er uns heute, allen von uns, allen, die ein offenes Herz für ihn haben. Er schenkt diese Liebe insbesondere den Kindern weltweit, die auf eine bessere Zukunft hoffen. Er schenkt sie den Migranten, den Flüchtlingen. Er schenkt sie uns, damit wir sie allen Menschen als Zeichen der Solidarität, der Menschlichkeit weitergeben, weil wir alle zur Menschheit gehören und es nie akzeptieren werden, dass Menschen am Straßenrand alleine gelassen werden. Ostern ist das Fest des Lebens, das Fest der Liebe. Ich kann nicht ohne diese Liebe leben. Und wenn ich sie wirklich in meinem Innersten gespürt habe, dann kann ich mir nicht vorstellen, diese Liebe für mich alleine zu behalten. Ich muss hinaus in die ganze Welt. Ich muss diese Liebe verkünden, überall, weil ich dadurch noch glücklicher werde. Dies mag vielleicht sehr idealistisch tönen. Stimmt auch. Ist es auch, weil Gott eben mein Ideal ist. Ich möchte jauchzen von ganzem Herzen. Halleluja, Jesus lebt. Für mich und für dich. Frohe Ostern!